Die Fraktion erhält der Kollege Uli Grütsch das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wieder Sachsen. So möchte man sagen, und so haben es sich vielleicht auch viele von uns in den letzten Tagen gedacht. Glaubt noch jemand, dass das alles Zufall ist? In Heidenau, Freital, Bautzen, Klausnitz und anderswo. Schauen Sie sich mal diese Karte der Amadeo-Antonio-Stiftung an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für mich ist das die Karte der Schande. Die roten Punkte markieren rechte Übergriffe seit Januar 2015. Sachsen ist als einziges Bundesland komplett übersät mit roten Punkten. Jeder sechste Anschlag auf Asylunterkünfte im letzten Jahr fand in Sachsen statt. Diese Orte in Sachsen, die ich eben aufgezählt habe, haben in den letzten Wochen und Monaten sehr zweifelhaften Weltruhm, kann man fast schon sagen, erlangt. Diese roten Punkte, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, markieren Dunkeldeutschland. Ich möchte aber auch sagen, dass ich die Menschen in Sachsen bei weitem nicht pauschal verurteilen und schon gar nicht an den Pranger stellen will. Ich höre von meinen Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen, wie sehr sie sich auch dort in diesen Tagen engagieren, wie sehr sich auch in Sachsen viele Menschen gegen Rechts und gegen Neonazis stellen. Und trotzdem, die Mutter aller Gidas kommt aus Sachsen. Und was sich dort Woche für Woche ereignet, muss ich hier nicht nochmal erzählen. Und es ist einfach wohl nicht mehr zu leugnen, dass gerade dort der Nährboden und das Klima für Neonazis gerade optimal zu sein scheint. Und das hat meiner Meinung nach durchaus auch einen Grund. Wo man die braune Soße seit der deutschen Einheit nahezu ungehindert wabern lässt, dort muss sich niemand wundern, dass dort eben eine Art Dunkeldeutschland entstanden ist. Eine Situation also, die sich in anderen Teilen unseres Landes, die in anderen Teilen unseres Landes doch schlichtweg undenkbar ist. Die Ansatzmöglichkeiten staatlichen Handels sind in diesem Zusammenhang ja eigentlich sehr weitreichend. Wir, die Große Koalition, hat die Aufstockung des Bundesprogramms Demokratie leben im Bundeshaushalt 2016 durchgebracht und damit ein deutliches Zeichen, ein deutliches Signal gegen rechts gesetzt. Wir schaffen damit die Grundlage für eine nachhaltig wirkende Präventionsarbeit gegen rechts, wenn diese Initiativen vor Ort dann aber nicht alleine gelassen werden und wenn die jeweiligen Bundesländer auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Und wir verfügen in Deutschland über eine Struktur der Sicherheitsbehörden, die es möglich macht, dass rechte Umtriebe erkannt und gebannt werden. Zum Erkennen dieser Umtriebe und zum Aufklären der Strukturen verfügen die Bundesländer, wie wir alle wissen, über ein Landesamt für Verfassungsschutz. Und glauben Sie mir, ich befasse mich ziemlich intensiv mit der Arbeit des Bundesamtes und der Landesämter für Verfassungsschutz. Und es ist immer wieder Sachsen, wo dort nicht so gearbeitet wird, wie ich mir und wie wir uns das erwarten dürfen. Es ist Sachsen, wo das LfV Pegida gewähren lässt, obwohl dort zur Exekution von Menschen an den Grenzen aufgerufen wird, obwohl dort Galgen hochgehalten werden und Parolen gegrölt werden, die anderswo undenkbar sind. Wenn das LfV Sachsen offensichtlich nicht in der Lage oder nicht willens ist, dort wirksam zu handeln, dann ist die Landesregierung, dann sind der Innenminister Ulbig und der Ministerpräsident Tillich dafür verantwortlich, den Präsidenten dort abzulösen und die Stelle so zu besetzen, dass dort richtig und verantwortlich gehandelt wird. Und apropos Ministerpräsident Tillich, das muss ich schon sagen, was für eine Erkenntnis, dass Sie nach 25 Jahren feststellen, dass Sachsen ein Problem mit Rechtsextremen und Neonazis hat. Auch ein blindes Huhn findet mit Verlaub einmal ein Korn. Ich habe am Donnerstag letzter Woche nur wenige Stunden vor den Ereignissen in Klausnitz gesagt, dass es unsere Aufgabe ist, den Anfängen zu wehren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute sage ich, wir müssen in Sachsen gar nicht mehr den Anfängen wehren. Ich glaube, wir sind schon mittendrin. Und ganz bestimmt wird sich an diesen Zuständen auch nichts ändern.
wenn Herr Tillich jetzt in Erwägung zieht, abgelehnte Polizeibewerber zu sogenannten Wachpolizisten zu machen und einzustellen, am besten wahrscheinlich noch zur Bewachung von Pegida oder Asylbewerberunterkünften, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mir gar nicht vorstellen, wieso diese abgelehnten Polizeibewerber abgelehnt wurden. Was sind das für Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vor brennenden Unterkünften jubeln, die Männer, Frauen und Kinder erschießen wollen und vieles andere mehr? Herr Krings, Sie haben es eben eine Parallelgesellschaft genannt, da bin ich sehr bei Ihnen. Das Volk unseres Landes sind Sie aber ganz bestimmt nicht. Vielen Dank.